Hey Leute, weiter geht's. Ich habe vergessen, wo ich aufgehört habe zu reden, aber wir zocken weiter Minecraft. Ich habe jetzt ein Texture Pack installiert, wie man sieht. Sah auf der Website ein bisschen besser aus. Eigentlich wollte ich einen Realistic Texture Pack nehmen, aber, Entschuldigung, Resource Pack. Das heißt ja mittlerweile. Nicht wundern, wenn ihr den Hund und irgendwelche Sachen klimpern hört im Hintergrund. Die reißt wieder alles ab. Aber dieses komplett andere alles abreißen. Wir haben finally Eisen. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht nächste Runde noch ein anderes. So, Minecraft ist ja jetzt sehr entspanntes Spiel. Hier können wir schön, so wie ich Bock habe, kann ich hier aufnehmen und die Kacke einfach hochladen. Es werden keine Paarzahlen unten dran stehen an dem, das müsste heißen, hier ist, okay, nein. Es werden keine Paarzahlen dran stehen, absolut nichts im Thumbnail. Ich werde die Kacke einfach hochladen und rein damit. Punkt. Ist schon wieder Ende, aber ich höre ja wieder was. Ja, wir sind richtig. Okay, ist auf jeden Fall Wasser. Gott, hält man die Schaufel komisch. Ja, so funktioniert das nicht. Warum habe ich die Hoe mit? Ich habe keine Ahnung. Ob ich eigentlich Felder machen wollte und dann realisiert habe. Ups, ich habe ja gar keinen Eimer. Wir essen erstmal was, weil Leben haben ist gar nicht mal so schlecht. Ach, Minecraft Combat. Anstrengend, gefährlich. Hier geht's auch schon wieder weiter. Oder jetzt, bevor ich jetzt hier alles abbaue und der, upsala, Baby-Zombie da durchgejumpt kommt. Okay, hier ist Gravel oben. Das sollte ich dann lieber nicht anfassen. Hier ist eine Schlucht. Eine Schlucht ist gut. Meine Idee wäre jetzt auf jeden Fall, wir bauen uns hoch, gucken, wo wir sind und machen einen Turm mit Fackeln, um die Schlucht immer wieder zu finden. Hört sich das gut an? Ich denke schon. Weil die Schlucht ist unterirdisch, ja. Ich scheine sehr tief zu sein. Upsala. Das macht Aua.
Ja, Gravel macht schon Aua. Bin aber auch zu doof, um die Hoe und die Spitzhacke jetzt auseinanderzuhalten. Was ein kernschäbiger Mensch ich doch bin. Kommen wir langsam mal an die Oberfläche, das wäre sehr lovely. Wie hoch sind wir denn? 57. Keine Ahnung, wie hoch wir sein müssen. Um realistisch davon sprechen zu können, dass wir langsam rauskommen. Übrigens so eine unebene Treppe. Das ist unglaublich. Wir sind draußen. Okay, aber wir sind gar nicht so weit weg von unserem Ursprungsort entfernt. Machen einfach mal so. Nee, da vorne ist ja das Dorf. Und hier kommt jetzt der Ständer hin. Damit ich mir jetzt nicht ganz so weh tue, machen wir den. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Auf ganz entspannt gehen schlafen. Bringen hier schön über die Bäume. Jetzt aber pennen. Upsala. Ja, schön mit der Fackel im Gesicht schlafen. Das ist geil. Das ist geil. Können wir aber wieder mitnehmen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass das Eisen gebrannt wird. Packen das noch rein. Packen den ganzen Mist weg. Und jetzt könnten wir uns doch eigentlich ums Feld kümmern. Machen wir uns erstmal einen Eimer. Das ist ja das Wichtigste. Wir können uns auch selber ein Haus bauen. Aber hey, ich bin faul as fuck. Deswegen. Aber ich bin schlau, ich habe die Kartoffeln mitgenommen direkt. Machen wir uns erstmal hier ein kleines Feld hin. Ja. Also, ich finde das Texture Pack ist okay. Resource Pack ist nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe und wird wahrscheinlich auch nicht mein Favorite werden. Aber es ist okay. Es ist okay. Kann man sich auf jeden Fall geben.
So, machen uns erstmal eine unendliche Wasserquelle. Also. Oh je. Und ist manchmal schon ein bisschen nervig. Leckt sich die ganze Zeit die Pfoten ab und das soll sie absolut nicht machen. Es ist nämlich eher so semi. Ich weiß nicht, wie viele Wasserquellen brauchte man nochmal? Mach das einfach so in dem Abstand. Mit dem Wissen, dass ich sehr wahrscheinlich zu Tode geflamed werde. Ganz schlau wäre. Ach, drauf geschissen. Bin ich ganz schlau. Wenn ich ganz schlau wäre, könnte ich das auch unterirdisch machen, aber immer Jungs. So schlau sind wir hier nicht. Auf diesem Channel. So, damit sind wir erstmal durch. Und haben uns erstmal um ein bisschen Essen gekümmert. Das Eisen sollte jetzt fertig sein. Oder auch nicht. Oh Mann, Dankeschön. Die Pickaxe kommt einfach weg. Und wir kümmern uns um Eisentools. Pfeile haben wir auch anscheinend, okay. Machen wir erstmal den hier. Jo, jo, jo. Pfeile brauchen wir aber zurzeit nicht. Cobblestone. Das ist immer gut dabei zu haben. Erde kann man auch immer dabei haben. Und auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt noch Wasser mit. Und hätten wir jetzt ein bisschen mehr Essen, würde ich auch sofort losgehen, aber leider haben wir nichts zu essen. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar. Schweine schlachten und am besten direkt unser Feld erweitern. Gar nicht geguckt, ob die erste Folge so okay ist vom Sound. Sehr unprofessionell. Ich weiß, ich weiß. Mehr. Gib mir mehr Essen. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Das so nicht. Nicht mit mir. Ja, alles klar. Und jetzt müssen wir eigentlich auf Essen warten. Oder wir ballern uns.
Alle uns noch ein paar Fische. Ach, die Zeit geht so schnell um. Wir haben nichts geschafft. Wir haben nichts geschafft. Doch, Eisen haben wir bekommen und uns eine Farm gebaut. Ist schon gut, ist schon gut. Kommen wir nur zum Essen. Machen uns noch einen zweiten Ofen. Denn. Ey. Müssen effizient sein. Packen den restlichen Scheiß wieder weg. Und 15 Minuten sind wir jetzt. 15 Minuten. Was können wir in 15 Minuten noch machen? Wir könnten eigentlich. Aber auch nur eigentlich. Das Haus erweitern. Denn das ist schon ziemlich klein. Das ist schon ziemlich, ziemlich klein. Aber ob unser bisschen Holz dafür reicht und unser bisschen Stein, ich bezweifle es. Und ihr könnt nicht glauben, wie sehr mir diese Lags auf die Nerven gehen. Unser bisschen Erde, um die ganze Kacke aufzufüllen, reicht auf jeden Fall. Ja, fährt alles gut. Ich wollte dir keinen Dreck geben. Alles gut, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Doof. Ich bin sehr doof. Och, Pferdchen. Och, Spiel. Unser Stein reicht auf jeden Fall nicht dafür. Das können wir vergessen. Er soll ja irgendwie auch im Ganzen matchen, so wenigstens ein bisschen. Irgendein Villager denkt sich bald: Bruder, wer hat mein Haus einfach erweitert? Und Bruder, wieso überhaupt? Weil ich Lust habe, weil ich Lust habe. So sieht's aus. Einfach, weil ich Bock hab. Das war's auch schon. Das ist natürlich wunderschön, eine bessere Axt zu haben, die wir uns auch machen könnten, aber ich bin faul. Und ich habe absolut gar keinen Bock, irgendwelche Mobs in diesem Bereich, deswegen kümmern wir uns mal darum, dass es ausgeleuchtet ist. Ich bin dumm. Ach komm schon. Ach, hier ist sogar ausgeleuchtet. Das ist ein Luxus. Dann gehen wir wohl mal Haier machen. Ich würde zumindest gerne die erste Etage fertig machen.
Deswegen machen wir das auch, wenn das Holz dafür reicht, weil dann können wir nämlich schon mal direkt den Durchgang machen. Das wäre sehr, sehr praktisch. Egal, ob die Folge dann ein bisschen länger ist. 3 hoch ist nicht perfekt, aber hey. Es reicht. Ist doch gar nicht so schlecht. Ich hätte unbedingt gerne eine Eisenhacke. Also eine Eisenaxt. Das wäre ein Traum. Dann demnächst nochmal neue Bäume hier pflanzen. Ja, komm. Ist der Part jetzt halt länger? Dann gönnen wir uns heute mal. Hat sich fast gelohnt, mit Steinen sich hochzubauen. Ja. Wie viel Holz brauchen wir? Ich habe keine Ahnung. Das sieht gut aus. Wir nehmen erstmal die Hälfte. Und wir pflanzen direkt wieder Bäume an, denn wichtig ist wichtig. Der Wald soll ja auch hier erhalten bleiben. Jetzt schaffen wir den Mist hier raus. Den Boden mache ich noch fertig und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Weil dann haben wir auch lang genug überzogen. Jetzt schon bei fast... Wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Ach komm, jetzt kommt der Holzboden rein, ist mir egal. Und hier kommt definitiv eine Leiter rein, damit man hier vernünftig hochkommt. Aber das machen wir dann beim nächsten Part. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.